wird wahrscheinlich eine der bestvorbereitetsten Satellitenmissionen sein. Die Mission ist in Deutschland einzigartig. Es geht um die bessere Nutzung unserer Ressourcen. Nur dann können wir die Klimaziele wirklich erreichen. Uns geht es um das Ökosystem Erde. Eine satellitengestützte Hyperspektralmission gibt es in Deutschland noch nicht. Das ist eine Lücke, die wirklich geschlossen werden muss. Und mit der Mission NMAP lässt sich diese Lücke, die wir in der Erdbeobachtung haben, schließen. NMAP wird erstmalig Hyperspektraldaten für einen größeren Bereich der Erde bereitstellen. NMAP ist ein Satellit, der Fotos macht von der Erde. Allerdings ein Foto nimmt auf in drei verschiedenen Farben, in Rot, Grün und Blau. Das Besondere jetzt bei NMAP ist, dass es sich nicht auf diese drei Farben nur konzentriert, sondern das Licht wird in ganz viele, ganz kleine Wellenlängenbereiche zerteilt. Und so haben wir zu jedem Wellenlängenbereich nachher ein eigenes Foto, das wir dann analysieren können. Und wir können zum Beispiel messen, die Pflanze hat zu wenig Wasser oder es fehlen die Nährstoffe in der Pflanze. Wir können in diesem Hyperspektralbereich den Zustand der Pflanzen messen. So ein Satellit ist ja eine dicht befüllte Box mit einem Haufen Rechner und Computern und Sensoren, die alle vor sich hin arbeiten. Also da ist viel los, elektrotechnisch. Da werden dann auch Prismen eingebaut. Wenn man da mit einer Messerspitze auch nur leicht antippt, hätte man sofort einen Riss in dem Glas. Das Instrument an sich ist eine extreme technische Entwicklungsarbeit, weil man einfach an der Grenze des technisch Machbaren war. Der Satellit wird ja letztendlich in den Orbit geschossen, er muss ja beschleunigt werden. Das bringt auch besondere mechanische Lasten mit sich. Das ist vor allen Dingen dann tatsächlich der Lärm der Rakete, der Triebwerke. Diese Belastung kann man jetzt in der sogenannten Akustikkammer simulieren, was letztendlich nichts anderes ist wie ein überdimensionaler Lautsprecher. Diese Schallwellen regen dann die größeren Flächen des Satelliten zum Schwingen an. Im Falle von NMAP ist da eben eine Belastung von bis zu knapp über 140 Dezibel Lautstärke notwendig, die da dann auch 60 Sekunden anliegen. Sowohl Vibrationstests wie auch der Akustiktest haben da gezeigt, dass NMAP den Start der Rakete ohne Schaden übersteht. Überall hat es Entwicklungen erfordert, um NMAP zu realisieren. Der Weg, den wir da gehen mussten, der war vielleicht dann doch länger, als wir uns das am Anfang alle vorgestellt haben. Aber er war ganz wichtig für die Leistungsfähigkeit der deutschen Raumfahrtwissenschaft wie auch Industrie. Es war immer so, dass man gesehen hat, es gibt eine Lösung, das Design so robust hinzubekommen, dass man sich da sicher ist, dass das funktioniert. NMAP wird im April 2022 mit einer SpaceX Falcon 9 Rakete in seinen Orbit gebracht. Und natürlich macht man sich auch ein bisschen Sorge, ob das alles gut geht, aber Zuversicht überwiegt. Die Zeit kurz nach dem Start des Satelliten ist immer recht kritisch. Nach etwa 15 Minuten findet die Separation des Satelliten von der Trägerrakete statt. Ungefähr 60 Minuten später erwarten wir den ersten Kontakt über Spitzbergen. Nach Separation werden wir dann den Satelliten in Betrieb nehmen, die Systeme hochfahren. Es wird dann der finale Orbit eingestellt. Und dann gibt es erstmal eine Phase, wo wir das ordnungsgemäße Funktionieren des Satelliten überprüfen müssen und auch eben gucken müssen, dass die Datenqualität wirklich so ist, wie man von ihm erwartet, sodass wir 6 Monate nach Start planen, dass wir mit der Mission operationell werden. Das heißt, dass ein Wissenschaftler sagt, ich möchte gerne diesen Punkt auf der Erde in der und der Jahreszeit kartografiert bekommen.
Die Daten werden dann vom Satelliten aufgenommen und dann über Neustrelitz und Inuvik werden den Kontakten runtergeladen. Die Daten, die runterkommen, sind für den Nutzer noch nicht direkt verwertbar, sondern die müssen weiterverarbeitet werden mit Lage- und Positionsdaten, um nachher zu wissen, wo jedes Pixel am Boden verortet werden kann. Das Deutsche Fernerkundungsdatenzentrum und das Institut für Methodik der Fernerkundung prozessieren die Daten, archivieren die Daten und validieren sie auf eine Art und Weise, sodass sie nachher der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden können. Hinzu kommt, dass wir in unserem Datenarchiv natürlich alle Daten sammeln und über ein Webinterface zur Verfügung stellen, sodass weltweit die Wissenschaftler darauf zugreifen können. Und innerhalb von wenigen Tagen werden dann die Daten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Im Vordergrund stehen die wissenschaftlichen Ziele, das heißt, dass man im Bereich des Precision Farming, im Bereich der Bodennutzung Daten bereitstellt, mit denen die Wissenschaft dann Analysen durchführen kann. Und damit auswertet zum Beispiel, wo gedüngt oder gewässert werden muss. Wir sehen ja mit den Satellitenbildern sofort über eine große Fläche die Information. Wir sehen über das gesamte Feld. Anhand so einer Karte könnte im Grunde ein Bauer jetzt speziell zu diesen Bereichen gehen und dort bewässern. Und diese Informationen sind schlichtweg wichtig, um bei der steigenden Weltbevölkerung die Ernährungssituation in Zukunft sicherstellen zu können. Auch im Bereich Küstengewässer, Binnengewässer, auch dort gibt es Anwendungsgebiete, wo Wissenschaftler zum Beispiel auch Algenwachstum nicht nur beobachten, sondern tatsächlich auch messen. Was man natürlich herausfinden möchte, ist gerade der Einfluss des Menschen, beispielsweise hinsichtlich Dünger. Welchen Einfluss hat das auf die Gewässerqualität? Und da haben wir halt die Möglichkeit, jedes Gebiet alle 4 Tage zu sehen. Wir wollen wissen, wo kommt das Wasser her, wo geht das Wasser hin, wo gehen aber dann auch die Düngemittel hin im Wasser. Was bedeutet das für das gesamte Ökosystem? Und nMAP wird das dann in sehr viel größeren Kontext messen können in diesen Spektren. Bei uns am KfZ spielt nMAP eine bedeutende Rolle. Das wissenschaftliche Programm wird wichtige Beiträge zu Erdsystemprozessen liefern und auch in der Schulung von Georessourcen und deren Erkennung und Überwachung. Und dazu wird ein umfangreiches Programm zur wissenschaftlichen Nutzungsvorbereitung und Missionbegleitung entwickelt. Das heißt, wir haben eine ganz neue Datenbasis mit verlässlichen Daten, mit präzisen Daten, die es uns ermöglichen, dass man Daten nicht nur zu einem Zeitpunkt hat, sondern dass man Daten über einen gewissen Zeitraum monitort. Wenn wir jetzt bedenken, dass über Jahre die Daten gesammelt werden, dann können wir Zeitreihen erstellen über ein Feld, über eine Region. Damit könnten wir Trends auslesen in Richtung, es wird trockener, es wird feuchter und Prognosen erstellen. Und das wiederum eröffnet ganz andere Horizonte. Profitieren werden wir alle. Das ist ein Satellit, der der gesamten Menschheit zugutekommt. Weil diese Daten, die wir anders nicht bekommen könnten, es uns ermöglichen, gute Entscheidungen zu treffen. Es wird Möglichkeiten geben, die vorher nicht da waren. Und dass wir das hinbekommen haben, hier in Deutschland so eine Mission zu stemmen und zu entwickeln, das ist für mich das Faszinierendste insgesamt.